Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Ja, da bin ich wieder und habe euch die Module eingepackt. Einmal hier haben wir das Wohnmodul und hier haben wir das Forschungsmodul. Und ihr seht, ich habe das beides zusammen gemacht. Das reicht ganz knapp vom Treibstoff her. Und das Ganze machen wir natürlich mit Atlantis 3. Dann haben wir noch in der Oberstufe genügend Treibstoff, um die Mikroraumstation wieder ein bisschen aufzufüllen. Und nach der Folge werde ich es dann natürlich nochmal auffüllen. Und die anderen beiden Module werde ich, glaube ich, einfach, mache ich einfach und nehme es halt nicht auf, weil es genau dieselbe Mission ist, nur mit ein paar anderen Farben. Deshalb werdet ihr das dann nicht zu Gesicht bekommen. Ihr werdet es dann einfach in der nächsten Folge sehen. Und ich würde sagen, reden wir nicht weiter drum rum und legen mal los.
So, da bin ich wieder und da haben wir auch die Mikroraumstation. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen Bug-Using betrieben, und zwar hier mit diesen Triebwerken. Und zwar ist da war eben kein Treibstoff drin und ich konnte die trotzdem benutzen. Und ich habe sie auch benutzt, aber es lag nur daran, dass, wo ich eben hier diese Frau- und Tierdüsen benutzt habe, dass die da auch gefeuert haben. Ich habe es nicht bemerkt am Anfang. Später habe ich es bemerkt, dass die noch weitergelaufen sind, obwohl kein Treibstoff mehr drin ist. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Und weil die halt den Gegenschub geliefert haben gegen die Frontierdüsen, habe ich es dann nicht mit dem Treibstoff hingekriegt. Und musste dann halt ein bisschen cheaten, ein bisschen Bug-Using betreiben. Auf jeden Fall habe ich das dann natürlich wieder aufgefüllt. Das hat nicht ganz gereicht, nur das hier ist noch leer. Aber die beiden Stufen sind mehr oder weniger sicher auf dem Boden angekommen. Das Witzige ist, bei beiden Stufen ist ein Bein abgebrochen. Ich würde es jetzt nicht mehr als so schlimm ansehen, weil die meisten Teile der Rakete sind natürlich sicher am Boden angekommen. So, dann haben wir das. Dann zoomen wir mal raus und gehen mal zum Mars. Fokussieren. Und gehen wir dahin. Ja, da haben wir es. Und ihr seht, ich musste auch ein bisschen Treibstoff von hier nehmen. Weil sonst hätte es nicht gereicht. Ich musste das halt alles aneinander schieben. Und so weit, so gut, würde ich sagen. Sieht ganz, ganz gut aus. Dann kommen natürlich noch die beiden anderen Module hier dran. Das Solarmodul und den Wassertank-Erdbohrer werde ich wahrscheinlich weiter links anordnen. Da so auf dieser Schräge. Oder auch weiter rechts. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.